Hallo Leute, ich bin Ultimate Spendash und wir werfen heute einen Blick auf den Hochgeschwindigkeitstaktiker Volt Prime. Volt Prime hat eine zusätzliche V-Polarität und zwei Stat-Buffs gegenüber Volt. Zum einen wurde seine Panzerung von 15 auf 100 erhöht, was ihm eine Schadensreduktion von 27% statt nur 5% gibt, und zum anderen hat er 200 statt 100 Energie, was es ihm ermöglicht, auf Fluss zu verzichten. Mit Fluss erreicht er 600 und mit Prime-Fluss bis zu 850 Energie, womit er den größten Energiepool im Spiel besitzt. Die Blaupause und die Teile für den Standard-Volt erhaltet ihr im Clan-Dojo, sobald ihr die entsprechende Forschung abgeschlossen habt. Er ist außerdem ein Starter-Warframe. Alternativ bekommt ihr Volt zusammen mit einem Slot und einem Reaktor für 75 Platin. Volt Primes Teile sind in der Void verteilt, derzeit ist aber auch im Prime-Access erhältlich. Volts erste Fähigkeit, Schock, verteilt Schaden und schockt sowohl den getroffenen Gegner als auch Ziele in der Nähe. Leider ist der Schaden nicht sehr hoch, aber wenn ihr schnell einen Gegner oder eine Gegnergruppe betäuben müsst, ist diese Fähigkeit sehr nützlich. Seine zweite Fähigkeit, Geschwindigkeit, oder wie ich sie nenne, Lichtgeschwindigkeit, macht euch und eure Teammitglieder zu Sonic. Ihr könnt schneller laufen und eure Nahkampfangriffe werden schneller. Seine dritte Fähigkeit, elektrischer Schild, ist vermutlich seine beste. Volt platziert einen Schild, der ihn vor Projektilen schützt und eigene Projektile verstärkt. Einige Dinge solltet ihr bei dieser Fähigkeit beachten. Jeder Schuss, den ihr durch den Schild feuert, erhält 50% seines Schadens zusätzlich als Elektroschaden. Außerdem wird der Crit-Multiplikator verdoppelt, wodurch Crit-Waffen sehr mächtig werden. Der Elektroschaden erhöht sich additiv, wenn ihr durch mehrere Schilde feuert, der Crit-Multiplikator aber nicht. Der Schild wird nicht durch Kraftstärke oder Kraftreichweite beeinflusst, wodurch es einfach ist, für ihn zu modden. Solange eure Feinde auf der anderen Seite bleiben und keine Area-of-Effect-Angriffe nutzen, kann der Schild nicht durchdrungen werden. Waffen mit begrenzter Reichweite, wie die Amprax, erhalten zusätzliche Reichweite. Wenn ihr durch mehrere Schilde feuert, endet die Reichweite 70 Meter vom letzten Schild entfernt. Die Ausrichtung des Schilds hängt davon ab, wohin ihr schaut. Es ist möglich, mehrere Schilde gleichzeitig zu platzieren. Seine vierte Fähigkeit, Überladung, erzeugt ein Energiefeld, welches Feinden schadet, sie schockt und Geräte in der Nähe überlädt. Wenn es Geräte in der Nähe gibt, ist die Fähigkeit recht nutzbar, aber wenn es keine gibt oder die Geräte bereits überlastet wurden, lässt die Fähigkeit stark nach. Daher würde ich sagen, dass diese Fähigkeit einer der schwächsten Ultimates ist. Wie alle Prime Warframes kann auch Volt Prime Death Orbs in der Void aktivieren, um allen Warframes in Reichweite Energie zu geben. Ich habe insgesamt drei verschiedene Volt Primes gelungen für verschiedene Situationen. Mein Standardbild konzentriert sich auf den elektrischen Schild, wodurch er zum Beispiel zum Campen benutzt werden kann. Dazu nutze ich Umlenkung und Vitalität, gefolgt von einer Rang 3 flüchtigen Expertise und einer gewachsenen Stromlinie für eine Krafteffizienz von 70%. Engstirnig und Kontinuität erlauben es euch, euren Schild lange aufrechtzuerhalten. Zum Schluss kommen Verstärken und Ausdehnung. Letztere könnt ihr bei Bedarf austauschen, allerdings habe ich keine bessere Alternative gefunden. Mein zweiter Bild konzentriert sich auf Geschwindigkeit, um zum Beispiel den gebundenen Drachenschlüssel tragen zu können. Dazu verwende ich Umlenkung, gefolgt von einer gemaxten flüchtigen Expertise. Den Verlust an Kraftdauer gleicht ihr mit Kontinuität und engstirnig aus. Anschließend kommen blinde Wut, flüchtige Stärke und Verstärken, um den Geschwindigkeitsbonus zu erhöhen. Zum Abschluss nutze ich die Augment-Mod Schockierende Geschwindigkeit, ihr könnt sie aber auch durch Sprint ersetzen. Mein dritter Bild basiert auf der Mod Schocktruppe. Hier verwendet ihr Umlenkung zusammen mit einer Rang 3 flüchtenden Expertise, einer gemaxten Stromlinie, Kontinuität, engstirnig, Verstärken und flüchtige Stärke. Mit dieser Skillung könnt ihr anderen Spielern einen Buff über 180% Extraschaden geben, welcher über eine Minute anhält. Das ist zum Beispiel nützlich, wenn ihr mit einer Mesa Verteidigung spielt. Volt Prime hat dazu geführt, dass ich meine Liebe zu Volt entdeckt habe. Gerade mit der Amprax macht es sehr viel Spaß, ihn zu spielen. So viel Spaß, dass ich zumindest vorübergehend mit ihm Loki Prime betrüge. Außerdem kann Volt so gut Sonic oder Shadow cosplayen, was Loki nicht kann, auch wenn er den Ohrenbonus hat.